Stärke sei mit dir. Ich muss mir von einem Kaplan nicht sagen lassen, wann ich kämpfe. Der Richt, hört zu. Ohne Herzen kriegen wir kein Wasser. Dann sterben alle. Was ist los? Ich gehe zurück zu dem Pferchen. Ich nehme die Maschinen selber aus. Das waren Maschinen? Eine Ostländerin mit blutroten Haaren. Die Fremde, die das Bollwerk niedergerissen hat. Du hast Gruda getötet. Regalas Streiter. Er gehörte zu uns. Ich heiße Aloy und ich bin nicht auf Ärger aus. Vielleicht könnten wir aber Ärger brauchen. Meine Leute ernten da draußen eine große Herde. Wir sammeln die Herzen, schicken sie in die Hauptstadt, werden in Wasser bezahlt. Es wird jedes Jahr schwieriger. Tödliche Maschinen verteidigen die Herde. Der letzte Angriff kam, als wir die Herde einpferchten. Sind fast alle draufgegangen. Aber unsere Beute ist noch in dem Pferchen. Also kann ich ihre Herzen gegen das Wasser eintauschen, das wir brauchen. Wenn du alleine da rausgehst, wirst du umgebracht, Drakkar. Ich gehe nicht allein, Kaplan. Die große Streiterbezwingerin kommt mit. Vielleicht beantwortest du mir erst ein paar Fragen. Was weißt du sonst noch über die Herde? Ist schon seit Jahren da. Wir sammeln nur die Teile, die wir brauchen. Nichts weiter. Es tauchen immer neue Maschinen auf, die unsere Beute ersetzen. Was ist mit den Killermaschinen, die du erwähnt hast? Sie bewachen die Herde. Je mehr wir töten, desto mehr werden sie. Anfangs Sägezähne, dann Verwüster. Jetzt ein verdammter Donnerkiefer. Er griff uns an, als wir die Herde einpferchten. Ich musste die Hälfte meiner Jäger zurücklassen. Nur die hier haben überlebt. Du hast gesagt, die Hauptstadt gibt euch Wasser. Sie gibt nicht. Wir zahlen Maschinenteile als Tribut. Herzen sind am wertvollsten. Alle anderen Wüstendörfer handeln mit Rohstoffen. Doch die Hauptstadt von Brenchbär ist die einzige mit dauerhafter Wasserversorgung. Hier im Trockenland ist das, als würden sie über Leben und Tod entscheiden. So ist der Lauf der Wüste. So haben wir immer überlebt. Ja. Klingt, als würdest du deine Kommandantin nicht mögen. Um in der Wüste zu überleben, muss man disziplinierter sein als andere Clans. Also mag sie Recht und Ordnung gern. Aber du nicht. Ihre Auffassung nicht. Das ist Befehlsverweigerung. Muss dehydriert sein. Du bist ein Kaplan, wie Decker. Hast du Decker getroffen? Als ich noch einen Trupp hatte, waren ihre Klingen etwas Besonderes. Und während sie jetzt die Tiefländer berät, berate ich den Wüstenclan. Diejenigen, die mein Alter erreichen, sollen ihre Weisheit mit den Jungen teilen. Sollen sie auf dem Pfad des Kriegers halten, wenn er von ihrer großen Sturheit verdeckt wird. Kanntest du Regalas Streiter, Gruda? Er gehörte zu uns, genau wie Regala, der Stolz des Wüstenclans. Jetzt, wo sie Maschinen reitet und Marschälle tötet, können wir ihre Lager in der Wüste vielleicht nicht länger ignorieren. Niemand aus dem Wüstenclan rührt diese Lager an. Das ist eine Sache zwischen Regala und Hekaro. Wenn der Häuptling ein Anführer ist, setzt er sich durch. Oder er macht jemanden Platz, der geeignet ist. Das ist aber hart, oder? So ist die Wüste. Ich helfe dir, die eingepferchten Maschinen zu ernten. Vermutlich solltest du das nicht allein machen. Dein Dorf scheint dich gerade zu brauchen. Ich mag sie. Eine Fremde nach meinem Herzen. Wir können jetzt gehen oder uns an dem Außenposten im Südosten treffen. Ich muss mich zuerst noch um etwas kümmern. Geh du schon vor. Ich warte am Außenposten, solange ich kann. Mögen dich die Zehen beschützen. Ich warte auf deine Rückkehr und erstatte der Hauptstadt Bericht. Ja, tu das. Nein, ich werde hier nicht sterben. Das wird nicht das Ende sein. Das Bollwerk zu zerstören ist keine Kleinigkeit. Schön, dass du auf Drakkar aufpasst. Ehre.
Um den besten Nutzen daraus zu ziehen, muss der Zeitpunkt stimmen. Das richtige Heilmittel verleiht einer Soldatin neue Stärke. Wovon haben wir gesprochen? Ah. Kannst du dir vorstellen, einen von diesen Lebenszehen der Rebellen zu erlegen? Zähne zusammenbeißen. Warum ich? Ich werde nicht sterben. Die mächtige Himmelsplanmauer ist also gefallen. Ihr schiebt den Conte recht dafür, die Befehle des Häuptlings ignoriert zu haben. Fremde. Ich hätte du gerne erlebt, wie eine... Fremde ihn runtermacht. Spielen. Okay. Ich hab die Kaplane neu... Nächstes Mal bekomme ich deine Schärfe. Ich hab dich neulich auf dem Platz trainiert. Sagen wir, der Häuptling. Wir bekommen keinen Willen. Meine Klinge muss schneller werden. Was dann? Kann du mal einen Sparringpartner brauchen? Neue Passage über die Grenze zusammenbeißen. Nein. Auch wenn ich sterbe. Vielleicht nehme ich die einzigen Tinnak, die ich kenne, die freiwillig Kajaland betreten würden, würden es niederbrennen. Wenigstens gibt es eine Narbe für den Schmerz. Gut. Ich weiß nicht. Es heißt, hinter den Kajak wird er entnimmt. Fallen mit Stil! Thank you.
Aloy, du willst mir hoffentlich bei der Maschinenjagd helfen. Na, ja, du bist gekommen. Ich bin gerührt. Bitte entschuldige das Durcheinander. Unsere Soldaten bereiten sich hier darauf vor, Maschinen in die Schlucht zu treiben, um Teile zu sammeln. Nimm dir ruhig alles, was du brauchst. Unsere Beute ist nicht weit. Bin gleich hinter dir. Hier lang. Je schneller wir diese Herzen haben, desto schneller bekommen wir Wasser. Unglaublich, dass eine Fremde uns hilft, unser eigener Clan aber nicht. Unsere sogenannte Kommandantin redet immer davon, wie knapp das Wasser in der Wüste ist. Aber verdurstet irgendwer in Brennspeer? Oder ihr eigener Trupp? Unser Clan sollte von jemandem angeführt werden, der weiß, wie man ums Überleben kämpft. Ich vermute, du meinst dich selber? Ich würde dafür sorgen, dass alle genug Wasser haben. Egal aus welchem Dorf. Hat Yutaka nicht gesagt, dass ihr ohnehin zu wenig habt? Da würde mir schon was einfallen. Es gibt immer eine Möglichkeit. Wir sind da. Ich ernte mit dir Maschinenherzen, wenn ihr so an Wasser kommt. Ja, tun wir. In diese Schlucht treiben wir die Maschinen. Dann kesseln wir sie ein und töten sie. Gut. Wir müssen über die Absperrung reinklettern. Sind wir drin? Sei kampfbereit. Dort sind gute Leute gestorben. Mal sehen, wie sich die Streiterbezwingerin schlägt. Du zuerst, ich folge. Pass gut auf die Herzen auf. Ich nehme sie später. Scheint hier nichts zu bringen. Einen würdigen Kampf! Du kannst gleich einen Kampf
davon. Komm und holt's dir. Könntest du bitte die Maschinenherzen ernten? Meine! Alle Teile, die wir brauchen. Ich sollte sie zu Draka bringen. Genau, was ich brauche. Mögen die Flügel der Zehen dich heimtragen, Bruder. Ich hab die Herzen. Wir sollten nach Pfeilhand zurück. Ja, zumindest könnten wir die Soldaten bestatten. Moment! Da wütende Maschinen kein Problem für dich sind. Ich will noch einmal zu dem Donnerkiefer zurück. Dort starben noch mehr Kämpfer. Ich lasse sie nicht dort. Sie verdienen auch eine Bestattung. Begleitest du mich?
Geh voraus. Gut, dass du dabei bist. Unfassbar, dass so viele sterben müssen. Für Wasser. Hast du mit deiner Kommandantin in Brennspeer gesprochen? Ach, bitte, die hört doch nur auf das Geräusch eines gespannten Bogens. Was das angeht, im Ernstfall wüsste ich deinen gerne auf meiner Seite. Bin nur auf der Durchreise, Draka. Den Versuch war's wert. Hier ist es, wo der Donnerkiefer meinen Trupp zerfetzt hat. Tut mir leid, Draka. Sie waren Krieger, bis zum Ende. Wir sollten loslegen. Da ist noch jemand am Leben. Bei den Felsen. Der Boden. Vorsicht, der Boden. Was meinst du, Soldat? Gräber. Der Donnerkiefer ist zurück. Das wird heftig.
das Herz des Donnerkiefers. Ich sehe nach dem Soldaten. Das wird reichen. Ich sollte nach Draka und dem Soldaten sehen. Das ist Reserve für später. Ich hab geglaubt, ich schaffe es nicht. Du hast dich gut geschlagen. Du gehst nach Hause. Dank ihr hier. Du warst es, der niemanden zurücklassen wollte. Ich weiß, ich schulde dir schon einiges, aber kannst du die Herzen nach Pfeilhand bringen? Wir kommen gleich nach. Na klar. Passt auf. Mit dem Donnerkieferherzen bekommen wir genügend Wasser. Danke, Aloy.
Das war's mit der Metallblume. Vielleicht aus einem Lager. Das sollte ich mir mal ansehen. Irgendein Osaram-Lager? Was wollen die hier draußen? Nein, das ist sie nicht. Kann nicht sein. Ich dachte, ich wäre erledigt. Ignorierst du mich wieder? Baum hoch. Geklettert. Keine leichte Aufgabe mit diesen Füßen. Ich dachte, da oben wäre ich sicher. Bis mich ein paar Grauhabichte angriffen. Sie verfolgten mich bis zurück zum Lager. Ich glaube, Valana, gut, dass du es geschafft hast. Dank des Geheimgangs durch deine Basis. War ein toller Anblick. Ein Geheimgang? Lasst das nicht die anderen hören. Sonst rennen euch eine Menge Osaram die Türen ein. Und du bist? Das ist Ragurt. Er ist Späher der Karawane. Er sagt, Amadis war hier. Er stieß zur Expedition unmittelbar, bevor wir durch den Tunnel gingen. Nach dem Aufschlagen des Lagers brach ich zu Erkundungen auf. Ich bot den Tenakt Friedensgeschenke an, weil wir in ihr Gebiet eingedrungen waren. Amadis wollte, dass ich nach einem Ort namens Fäulnis frage. Was hast du rausgefunden? Nur, dass die Tenakt ihre Gefangenen dorthin bringen. Weit im Westen, in der Nähe von Dornmarsch, der Hauptstadt des Tiefland-Clans. Kurz darauf brach er auf, um es zu suchen. Ach, ganz allein? Ich habe ihn gewarnt, aber er war fest entschlossen. Was geschah, als ihr den Tunnel passiert habt? Gar nichts. Wir haben uns dafür in zwei Gruppen aufgeteilt. Alle hier waren Teil der ersten Gruppe. Abgesehen von ein paar stockdunklen Passagen war alles ruhig. Was auch immer die zweite Gruppe angriff, verschonte uns, Stahlfunke sei Dank. Am besten redest du mit Porguf darüber. Er weiß ein wenig mehr als ich. Hat Amadis gesagt, wieso er unterwegs zur Fäulnis ist? Leider nicht. Er war ein Mann weniger Worte. Klingt ganz nach ihm. Meinst du, es ging ihm gut? Mehr oder weniger. Er schien bewegt, als wir erfuhren, dass der Tunnel hinter uns eingestürzt war. Aber das waren eigentlich alle hier. Du bist also der Späher hier. Muss ich etwas über das Gebiet wissen? Wo soll ich anfangen? Unten im Süden versucht ein Osaram-Trio in den Ruinen im Sand zu stöbern. Noch mehr von euch? Das sind die, denen wir hier herausgefolgt sind. Und dann sind da noch all die anderen, die abgehauen sind, als wir auf dieser Tunnelseite rauskamen. Plünderer, Entdecker, alle Arten mutiger Abenteurer. Wie viele wart ihr denn ursprünglich? Genug, um den Überblick zu verlieren. Vor einer Weile habe ich auch ein paar Rebellen entdeckt. Wie es scheint, patrouillieren sie in der Wüste. Ich habe alles über die Rebellion der Tenakt oben in Brennspeer gehört. Das ist die Hauptstadt des Wüstenclans, im Norden. Klingt, als hättest du die Gegend gut kennengelernt. Ist mein Auftrag. Danke, Ragut. Sehr hilfreich. Ich hoffe, ihr findet ihn. Okay, ich gehe nach Dornmarsch. Triff mich dort. Moment. Was? Um diesen Kerl zu finden, bist du bereit, das Tenak-Gebiet zu durchqueren? Ohne zu zögern? Na klar, er ist allein im verbotenen Westen. Ich bin besorgt um ihn. Ich glaube, es ist mehr als das. Wir treffen uns bei der Tiefland-Hauptstadt. Aber dann sagst du mir, wer Amadis wirklich ist. Gut, ich tauche unter, nördlich des Dorfs. Wir sehen uns dort.
Hast du die Tinnack gesehen? Das muss ein anderer Schienen. Irgendwie scheinen die beiden zu aggressiv zu sein. Nach Norden. Da bist du ja! Wieder was trinken? Jetzt ist sie in der Wildnis, ganz allein. Wer weiß, was sie da draußen alles töten könnte. Jemand ist weggerannt? Ihren Namen weiß ich nicht. War sehr still. Weiß nicht, ob sie schüchtern oder verängstigt war. Sie wollte nur nicht, dass man ihren Sachen zu nahe kommt. Das ist sicher. Ich war nur neugierig, mehr nicht. Sie hätte mich nicht schlagen müssen. Dein Glaskinn ist nicht das Problem, Mann. Das Mädchen ist es. Ganz allein im Busch. Und das ist Tenakt-Gebiet. Wohin ist sie gegangen? Westlich den Hügel rauf. Finde sie, wenn du kannst. Mach ich. Aber pass auf, sie ist echt unentspannt. Mit der Ruhe anscheinend heute. Haben wir gesehen. Ich habe vorhin Maschinenreiter gesehen. Sie haben wohl sowas wie ein Rennen veranstaltet. Nach Norden. Tenak bekämpfen einander dieser Tage erbittert. Einige von ihnen können Maschinen zählen. Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Sie errichten Außenposten in dieser Gegend. Ich habe nur ein wenig westlich einen gesehen. Einige haben sich südwestlich am Rande der Wüste niedergelassen. Sie haben sich sogar im Süden niedergelassen. Da schläft man gleich viel ruhiger. Halte dich einfach von ihnen fern. Die Rebellen sind ziemlich übel. Ich werde Ausschau halten, wenn ich draußen bin. Ich könnte nachher deinen Rat gebrauchen. Hast du dich verlaufen? Stahl und Funke, wenn du nicht die Nadel im Heuhaufen bist. Wie bitte? Heiliger Hammer, ich kenne dich. Du bist diese Nora. Haha, die Retterin. Meine Retterin. Genau zur rechten Zeit. Ich bin Porguf Stöbermann, Chefstöberer und Leiter von Porgufs Expeditionen und Lieferant feinster Stöberwaren. Und wovor rette ich dich genau? Tod und Verzweiflung, meine Stahlflammenfreundin. Diese großartige Expedition hier erlitt einen kleinen Rückschlag. Nicht weit von hier ist ein geheimer Tunnel. Ein Durchgang der Alten. Verloren und wiedergefunden. Ich und die Hälfte des Trupps gingen voran. Die andere Hälfte sollte unmittelbar danach kommen. Tage später kam nur ein einziger Mann, zitternd wie ein Frosch im Eiswasser. Er sagte uns nur, dass Tod und Dunkelheit sie verfolgten, als der Tunnel einstürzte. Er starb mit schreckensweiten Augen. Ich war auf der Ostseite des Tunnels. Der Weg war von Geröll blockiert. Da lag auch ein Toter. Einer deiner Stöberer, schätze ich. Aber keine Spur vom Rest des Trupps. Könntest du bitte leise reden? Der Rest des Trupps hat schon Angst. Sie weigern sich weiter zu stöbern, bis sie einen Weg hier herausgefunden haben. Du hast den halben Trupp verloren und sorgst dich um die Grabung. Ihr Opfer muss sich doch auch gelohnt haben, oder? Außerdem, jetzt da du da bist, sind unsere Tage als Gestrandete vielleicht gezählt. Hilf mir, den Tunnel wieder zu öffnen und ich beteilige dich am Gewinn. Wie findest du das? Ist das Lager eure Operationsbasis? Welche Operationen? Der Plan war, weiter nach Süden zu gehen, wenn der Rest der Expedition eintrifft. Die Grabung ist direkt hinter den Dünen. Doch jetzt rührt sich der Trupp erst wieder, wenn das Tunnelproblem gelöst ist. Sie gaben dem Ort sogar einen Namen. Lager nirgendwo. Die machen sich wohl über mich lustig. Ja, das glaube ich auch. Woher weißt du von diesem Geheimtunnel? Die Kunst des Stöberns natürlich. Ein Stöberer ist nur so gut wie sein Gespür für gute Orte. Okay, na gut. Drei Osaram kennen angeblich einen Weg um die blutrünstigen Tenakt herum. Zu unberührten Grabungsorten im Westen. Dann könnte ich jemanden eingestellt haben, der was vom Finden und Verfolgen versteht. Ein Spion?
Hör zu, wenn die Gerüchte stimmen, gibt es genug Grabungsorte für ein Dutzend Trupps. Aber jemand muss den ersten Schritt wagen. Ein Basislager, eine zuverlässige Versorgungsroute, den Ort gegen Maschinen bewachen. Ich schätze, die Osseram würden aus Sand viele Scherben machen. Ganz genau. Was weißt du über das Gebiet? Tja, nördlich von hier leben die bösartigen Tenakt. Angeblich trinken sie Blut statt Wasser. So überleben sie in diesem Ödland. Im Süden, da gibt's alles. Tod, Wüste und die Grabung. Stell dir einfach ein riesiges Grab der Alten vor. Verbogene Metallruinen verborgen im Sand. Bewacht von Stürmen und so bösartigen Maschinen, dass du dir wünschst, dass sich ein paar Grauhabichte auf dich stürzen. Nicht einmal die Tenakt wagen sich tief in die Ruinen. Nur die mutigsten Entdecker gehen da hinein. Wie, du selbst? Natürlich. Irgendwann. Mal sehen, was ich tun kann für den Tunnel. Haha, meine Retterin. Für die Leute, die hier eingesperrt sind. Nicht deine Grabung. Ist doch das Gleiche. Ist er das, da drüben? Das ist er. Oh, wenn du schon dort bist, könntest du nach meiner Kassette suchen? Der zweite Trupp sollte den Rest der Vorräte und des Gepäcks mitbringen. Ich würde sie nur ungern verlieren. Meine Mutter hat sie handgeschnitzt. Ich bringe sie mit, wenn ich sie finde. Ich danke dir. Viel Glück, Stahlflamme. Ich höre hier immer wieder von Leuten, die Maschinen reiten. Keine Ahnung, was sie wollen oder was. Da ist der Tunneleingang, den Corvo erwähnt hat. Ich muss den vermissten Trupp finden und den Weg nach Osten freimachen. Da sind Trümmer, aber keine Blockade oder Spur des vermissten Trupps. Vielleicht sind sie weiter hinten. Den Feuerglimmer müsste ich sprengen können. Und jetzt weg damit. Hier drin lebt noch jemand. Ich träume. Was ist passiert? Ein Schrecken im Dunkeln. Die Welt erschauderte. Eine Maschine? Ich hab's nicht gesehen. Die Karawane. Wir rannten alle. Alles stürzte ein. Krabbelte hierher. Konnte nicht entkommen. Kam jemand raus? Fand die erste Karawane? Ja, das hat jemand. Gott. Wenigstens bin ich nicht allein. Ruhe in Frieden. Da hat wohl etwas Großes den vermissten Trupp angegriffen.
Ich beeile mich lieber. Der Klang gefällt mir gar nicht. Vermisst der Expedition. Anscheinend haben die Gräber sie erwischt. Verstärkung! Oh!
Osaram. Sie sagte, eine Art Schrecken hätte sie angegriffen. Ich glaube, die Gräber waren es nicht. Ich könnte mich mit meinem Fokus umsehen. Klingt der Tränis von weiter drin. Schnell weg hier. Da scheint es rauszugehen. Steinbrecher. Er muss die Osaram auf dem Weg hindurch angegriffen haben.
dieser Steinbrecher wird niemandem mehr Schwierigkeiten machen. Die Osserer müssen von Osten in die Schlucht gekommen sein. Das sehe ich mir mal an. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Den Wagen müssen die Vorräte sein, die der zweite Trupp bringen sollte. Borgov meinte, seine Kassette müsste darunter sein. Borgovs Kassette. Ich sollte sie zu ihm bringen.
Die Wand ist wohl beim Angriff des Steinbrechers eingestürzt und hat die Osseramme in der Schlucht eingesperrt. Der Rest muss in den westlichen Tunnel gerannt sein, um zur anderen Seite zu kommen. Wenn ich das hier sprenge, kann ich das Geröll beseitigen. Ein Schuss mit Feuermunition auf diese Lohefässer dürfte ausreichen. Der Tunnel müsste jetzt frei sein. Horus soll das erfahren. Ich bin wohl wieder im Niemandsland. Jetzt kann ich mich ungehinderter bewegen. Dort sollte ich hochklettern können. Vielleicht führt eine Abkürzung über den Berg. In der Nähe sendet das Signal.
Ich koche schon mal sehen. Wenn wir alle Tage nehmen, die wir im Lager nirgendwo festhängen und eine Gefahrenzulage drauflegen, die der Trupp bestimmt verlangen wird. Pass auf, wenn du in den Süden seid. Leute halbieren. Einige unserer Stöberer sind in die Richtung, als wir ankamen. Oh, und die Stöberprämie der Retterin zu vergessen. Folgten einen Langhals. Ich fast rechnen. Wieso? Sobald die Grabung läuft, werden wir einen Schaden schwimmen. Aber seitdem haben wir nichts von ihnen gehört. Danke für die Warnung. Wenn da draußen ein Langhals lebt, bekomme ich mit einer Überbrückung Daten über die Umgebung. Du bist zurück. Wie läuft's mit dem Tunnel? Hab den Rest des Trupps gefunden. Eine Person lebte noch. Zumindest eine Zeit lang. Sie wurden auf dem Weg hindurch von einem Steinbrecher attackiert. Die Armen. Das Stöbererleben kann schnell enden. Doch das ist einer der schlimmsten Arten. Tja, den Steinbrecher habe ich erledigt. Der Weg ist wieder frei. Haha, ich wusste, du schaffst es. Und, du hast nicht vielleicht meine Kassette gefunden, oder? Hier ist sie. Licht im Dunkel. Gibt's etwas, das du nicht kannst? Hier, dein versprochener Lohn. Nach Beseitigung der Gefahr lasse ich den Tunnel abstützen und aufräumen. Dann rufe ich einen anderen Trupp und bringe die Expedition richtig in Schwung. Ha! Vorwärts zur Grabung! Dieser Tunnel war völlig falsch angelegt. Eine Zweijährige hätte das sehen können. Ich dachte, du wärst schon weg. Maschinen reiten hier. Sehen ruhig aus. Offensichtlich bist du Gefahr. Nicht die Einzige. Das ist so rot wie ein Katerpriester. Und warum rot?
auch ein paar irre Gerüchte über die Grabung im Süden gehört. Du da? Fast bereit zum Aufbruch? Feuer bringt nicht viel. Fund. Klingt, als wäre ein Langhals in der Nähe. Wahrscheinlich der, von dem ich gehört habe. Aus. Wahrscheinlich der Trupp, von dem ich hörte, der da einen Langhalt verfolgte. Was haben sie hier gemacht?
aus, als hätten die Osaram eine Art Harpune benutzt, um die Maschine zu erledigen. Sie muss das Lager angegriffen haben. Mit dem Fokus finde ich vielleicht heraus, wieso. Sachen für den Vorrat. Diese Osaram wurden von Maschinen getötet. Also war die eine nicht allein. Das sind Langhalsantennen. Die Osaram müssen sie irgendwie abgetrennt haben. Eine Harpunenwaffe. Mit Ankern? Wollten sie... Sie wollten den Langhals zu Fall bringen. Die Osaram wollten den Langhals nach unten ziehen, um ihn auszuschlachten. Die Maschinen müssen sie dabei überrascht haben. Könnte ich bloß irgendwie da hochkommen und den Schaden untersuchen? Es sei denn... Ich bringe den Langhals selbst zu Fall. Und versuche ihn am Boden zu reparieren. Das wird nicht schön, aber... Zumindest wird er repariert. Hallo auch. Kluges Kerlchen. Ich muss den Anker an den Machtstellen des Langhalses anbringen. Osaram müssten die Anker schon mehrmals platziert haben. Ich muss sie nur finden. Die Maschine stört sich nicht. Wahrscheinlich gibt es hier noch weitere Anker. Ich muss sie finden. Mit ihnen bringe ich den Anker zum Fall. Besiegen. Die Balliste bereits verwendet. Ich sollte hier nach anderen suchen. Den da haben die Maschinen wohl auch erwischt.
Noch eine Balliste. Und sie hat einen Anker, den ich brauche. Einen Anker an den Schwachstellen der Panzerung anbringen. Einer mehr sollte schwer genug sein. Noch mehr Maschinen. Ich muss mich beeilen. Die Waffe hat noch einen Anker. Dann benutze ich ihn. Thank you.
Rosa. Aber wenn ich dich überbrücke, finde ich heraus, was ich reparieren muss. Macht hier keinen Schaden. Diese Maschinen lassen nicht nach. Eine Staubhose. Ich halte mich lieber fern. Noch ein Rebellenaußenposten. Ich hörte, hier gäbe es einen. Wenn ich den Anführer töte, zieht der Rest sich vielleicht zurück. Sie haben Reiterpatrouillen in der Gegend. Ich bleib lieber unsichtbar. Schock könnte viel Schaden verursachen.
bist eine Nora-Kriegerin. Scannt ihr ruhig. Das Ausrüsten scheint die beste Ausrüstung zu haben. Ich will dich tot sehen. Ich entscheide später, was ich damit mache. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt nicht erkennen. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Außenposten macht keinen Ärger mehr. Die behalte ich als Vorrat.
Staub, der von Wind herumgewirbelt wird. Toll. Das müssen die Ruinen von Las Vegas sein. Poseidon kann nicht weit sein. Die Maschine ist feueranfällig. Laut Gaia sollte ich Poseidon hier finden. Aber die Ruinen hier sind der Witterung ausgesetzt. Aber viele sind auch im Sand begraben. Vielleicht liegt Poseidon unter der Erde. Wenn das stimmt, könnte ich einen Weg nach unten durch eine dieser Bauten finden.
muss es aus einem anderen Winkel versuchen. Geben nach. Thank you.
Thank you.